Taktisch. Komm. Zack, zack. Weiter Bewegung, jawohl. Jetzt passen wir. Einmal zu Theo. Weg da, weg da, Rossi. So schön, nicht hinterher. Dass die Luft nicht einspannen. Weiter, nochmal. Ja, kein Molli. Ja, sehr gut. Komm. Irgendein Fuß mit da. Ja, jetzt muss der Tim Eckert wohl bald mit einer Bestrafung wegen Passivität rechnen. Ja, und da kommt sie auch. Passives Kämpfen bzw. auch defensives Kämpfen wird bestraft. Ja, wenn ich der erste Shido, es entspricht noch keiner Wertung, ab dem zweiten Shido entspräche, dann wird es einen Yuko für den anderen Kämpfer geben. Ja, jetzt erzielt der Potsdamer Kämpfer einen Vazari. Ja, die nachfolgende Bodenaktion ist zum Glück nicht erfolgreich. Aus Schweriner Sicht. Hier der Versuch mit Ushimata zu punkten. Mit dem Judoka im blauen Judogi. Ja, jetzt ist er wesentlich aktiver als vorher. Muss auch aufpassen. Ja, hier gibt es jetzt einen Shido für abgebeugtes Kämpfen. Mit dem Potsdamer Sportsfreund. Versuch, einen Senaga anzusetzen. Senaga einen Schulterwurf, Hand- oder Schulterwurf. Ja, damit sind die 5 Minuten effektive Kampfzeit vorbei und dieser Kampf geht an die Potsdamer Sportsfreunde mit 7 Unterpunkten für den Vazari. So, jetzt die Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm. Für Schwerin ist Ben Malvik am Start. Einen versuchten Ushimata-Angriff erfolgreich abgewehrt. Von dem Schweriner Sportsfreund. Ja,
Oh, Angriff mit Sionage, der führt auch zu einem Yuko und gleich mit einer Würge nachgesetzt dort. Nein, er versucht einen Haltegriff zu machen. Ja, bricht diesen Bodensituation aber ab und kommt wieder hoch in den Stand. Ja, dies ist wie gesagt der erste Kampftag der Regionalliga-Saison 2010. 4 Kampftage muss jede Mannschaft bestreiten. Jeder Kampftag bestreitet die Mannschaft jeweils 2 Kämpfe gegen Gegner aus der Region Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Dazu die effektiven Kampfzeit von 5 Minuten. Wenn der Kampf unterbrochen wird, wie gesagt effektiv, dann wird die Kampfzeit auch angehalten und läuft erst mit dem Kommando Hajime weiter. Ja, hier gab es jetzt nochmal ein Shido wegen Passivität für den Kämpfer im weißen Judogi. Ein Angriff mit der Schieberei. Der misslingt. Oh, Goshi-Angriff und jo, eine super Abtauchtechnik, die mit Watsari bewertet wird. Er übernimmt den Angriff des Gegners. Ja, die Kampfrichter diskutieren jetzt über die Situation. Yuko Watsari, der Außenrichter war offensichtlich anderer Meinung, aber es bleibt bei Watsari. Somit ist es ein recht komfortabler Vorsprung für den Kämpfer im blauen Judogi. Oh, dies scheint den Ben Malwig aber zu motivieren.